Hallo Leute, willkommen zur 17. Folge Let's Play Civilization 3. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, 17. Folge, hä? Wo ist denn die 16. Folge hin? Ja, und das habe ich mich auch gewundert, denn die ist mir leider kaputt gegangen. Da ist die Aufzeichnung, leider hat die nicht richtig funktioniert. Und um euch erstmal auf den neuesten Stand zu bringen, ich glaube, in der 16. Folge habe ich die Stadt Wladiwosk und vielleicht auch Minsk eingenommen. Minsk kann aber auch schon früher gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich Wladiwosk eingenommen und erklärt, wie diese Armee funktioniert. Ansonsten habe ich natürlich die Städte weiter ausgebaut und es ging hier weiter voran. Sieht man vielleicht so grob, wenn ich hier einmal so rüberfahre. Ja, in Hannover bin ich jetzt endlich hier an den Trauben dran und kann diese Ressource auch erstmal nur in Hannover nutzen, aber die Straße nach Hannover wird ja auch gerade ausgebaut. Hier wurde ich von einem Schiff, der ja von einem Schiff angegriffen, oder meine Terimne wurde von einem der Schiffe angegriffen. Ist aber nichts passiert. Ja, und ansonsten ist jetzt auch nicht so viel passiert. Ich bin jetzt mit dem hier weiter rüber gesegelt, klar. Und hier drüben habe ich auch noch mehr erkundet. Und habe festgestellt, dass hier vielleicht ein ganz guter Ort wäre, also in der Nähe dieses Weihrauchs eine Stadt zu bauen, weil Weihrauch habe ich noch nicht. Und es wäre natürlich schön, wenn ich diese Ressource auch nutzen könnte. Ja, was ich noch gemacht habe, ist sehr, sehr viele Siedler zu produzieren. Also hier stehen schon drei Siedler und ein Arbeiter. Ähnlich sieht es hier in Berlin aus. Also nicht ähnlich, aber hier stehen auch schon Siedler und Arbeiter. Und ich baue Karavellen, die dann diese Siedler, das ist ja in Heidelberg auch so, die dann diese Siedler rüberbringen sollen auf den anderen Kontinent, um dort eben die erste Städte zu gründen. Ja, okay. Auf den neuesten Stand gebracht, was alles gefehlt hat. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir wieder fort mit der 17. Folge. Ganz normal. Ich habe jetzt auch noch Frieden geschlossen mit den Russen, weil die mich kontaktiert haben und mir irgendwie 100 Gold gegeben haben dafür, dass Frieden ist. Ja. Vielleicht lasse ich den erstmal bestehen. Auf jeden Fall habe ich natürlich schon wieder weitere Siedler gebaut und muss jetzt hier irgendwo schauen, wo ich die nächsten Städte baue. Vielleicht sollte ich mal zusehen, dass ich noch dieses Salpeter bekomme oder dieses hier. Wobei natürlich dieses Salpeter an einem ziemlich doofen Ort liegt. In der Wüste. Ja, hier könnte man auch noch eine Stadt bauen, aber irgendwie wäre das ziemlich sinnlos, mitten in der Wüste eine Stadt zu bauen. Und das dehnt sich hier auch noch ein bisschen aus. Ja. Ich glaube, ich werde mal hier hingehen.
Den Siedler schicke ich dahin. Ein Arbeiter kommt gleich hinterher, den schicke ich dann auch hinterher. Wo ist denn dieser Arbeiter? Mal gucken, vielleicht finde ich den auch die schneller. Könnte der sein, muss aber nicht. Ist, glaube ich, der, weil der nicht arbeitet. Ja, und den werde ich dann hier gleich als Verteidigungseinheit nutzen für diese neue Stadt. Und dann werde ich einfach die zweite Welle der Russen, die sich jetzt hier nach draußen begeben haben, wieder umzingeln. Ja, genau, so ist der Plan. Nun gut. Hier wollte ich einfach ein paar Arbeiter bauen, die dann dabei helfen, das jetzt hier? Ne, hier war das. Ja, irgendwo da so. Die dann dabei helfen, auf dem neuen Kontinent schnell auszubauen. Schicke ich natürlich auch. Halt, du nicht. Du sollst natürlich hier bleiben. Huch. So, liebe Karavelle, du sollst mitnehmen einen Arbeiter. Den Musketman und den Siedler. Und ich weiß jetzt nicht, Musketman, wie viel Lagerplatz die haben. Muss ich mal eben gucken. Einheiten. K oder C? C. Theoretisch 3. Dann wäre er jetzt schon voll. Dann, wenn das so ist, schnellstmöglich irgendwie nach hier. 40 Runden, naja. Oder nach hier. Oder doch erst einmal hier so hin, um dann vielleicht eine Schneise zu schaffen. Ich meine, hier ist ja auch kein schlechter Anlandungsort. Na, ich fahre erstmal dahin. Ja, was baut jetzt Berlin als nächstes? Ein Swordsman ist natürlich Unsinn. Berlin hat ja gleich wieder 12 Einwohner, also bauen wir erstmal einen Siedler und dann werde ich gleich mal dieses Kopernikus-Observatorium bauen. Dazwischen schieben quasi. Thank you.
Auch Leipzig macht's ähnlich. Hier als nächstes die Karavelle. Hier muss ich mal gucken, wo ich die Stadt baue. Vielleicht hier ganz unten. Sogar wäre sehr wahrscheinlich. Überschneide ich mich zwar ein bisschen mit der anderen Stadt, aber ja, das muss ich dann hinnehmen. Ach, bau noch einen Arbeiter. Ja, Salzburg. Kann jetzt auch nichts mehr bauen, ist alles fertig. Vielleicht baue ich mal eben diese Wall Street. Oder erst noch ein Musketman, den ich so mitnehmen kann mit Karavellen. Okay, drei Städte schon. Okay, gut. Theory of Gravity ist jetzt auch fertig und damit kann ich das Isaac Newton College bauen. Das bietet sich quasi an, direkt hinter die Copernicus Sternwarte zu bauen, weil das verdoppelt halt auch den Wissenschaftswert einer Stadt. Und Berlin ist ja die intensivste Stadt. Und da wäre es natürlich optimal, das da zu machen. So, jetzt ist die Frage, wie wird es weitergehen? Weiß ich jetzt noch gar nicht. Hier könnte ich jede Menge Einheiten bauen. Also jede Menge Bootseinheiten, die wahrscheinlich auch schneller fahren. Movement 4. Ich weiß, lass mal die Karavelle gucken. Die hat ein Movement von 3. Was ja jetzt auch nicht so wild ist, weil ich habe ja den Leuchtturm und der erhöht mir wiederum das Movement um 1. Wenn ich nicht falsch liege. Genau, Movement um 1 erhöht. Also bin ich jetzt eh schon bei 4. Und wenn ich Magnetismus erforsche, dann fällt mir das weg. Dann bin ich wieder nur noch bei 3. Außerdem können mir die Türme wahrscheinlich untergehen. Das ist dann uncool. Sollte ich erstmal lassen, das zu erforschen. Also, wo geht's weiter? Magellans Expeditionsreise. Die erhöht wiederum das Movement um 1. Das ist nicht schlecht. Dieses Trading Company ist auch super geil, weil die sehr viel Geld einspart, weil nämlich alles übernommen wird an Häfen, Marktplätzen, Banken und Flughäfen. Ist aber auch alles nur eine Runde entfernt. Ich denke mal, ich mache jetzt erstmal hier die Trading Company oder erstmal Navigation, wo ich dann die Magellans Reise bauen kann, um mir die Einheiten zu verschnellern. Was macht eigentlich dieser Explorer?
der läuft einfach schneller durch die Gegend. Und als nächstes Economics, um die Smith Trading Company zu bauen. So, in Umberg. Sollen wir erstmal hier die drei Städte mit Unruhen suchen? Das ist die zweite. Und hier ist die dritte. Und das Beheben. Ja. Berlin hat den Siedler gebaut. Ja. Newtons University oder auch die Kopernikus-Sternwarte dauern gleich lang. Ist eigentlich egal, was ich zuerst baue, weil die haben den gleichen Effekt. Ich gucke nochmal nach, ob Berlin wirklich mit 48 Science das meiste produziert. Oh, München merken. So, Nürnberg. Brauchen wir einen Musketman als Unterstützung? Bremen und München. Bremen und München. Da ist München. Und da ist Bremen. Ja, Moskau ist jetzt auch fast komplett versorgt, bis auf diesen Wald hier. Könnte ich aber auch bald so lassen. Ach nee, das ist ja direkt am Fluss. Wenn ich das weghacke, dann würde das so aussehen wie hier. Da würde ich halt das gleiche bekommen, nur noch ein Nahrungsmittel mehr. Also hacke ich das auch weg und baue dann dort ein Bergwerk.
nach Berlin oder direkt nach Leipzig. Weiterer Siedler. Den sollte ich jetzt auch hier in die Richtung schicken, vielleicht um das Salpeter zu holen. Oder irgendwas anderes. Vielleicht in diese Richtung, noch dort. Ja, mit dem baut die Straße zu dieser Stadt, die jetzt hier gebaut wird, hier weiter. Und ich nenne diese Stadt Städtenamen. Stuttgart. Ich hoffe, ich schreibe es richtig. Kann auch sein. Ich habe es richtig geschrieben. Erkenne ich daran, dass es die Stadt schon gibt. Nehmen wir schon Dresden? Bestimmt. Nö. Na, dann haben wir es jetzt. Haben wir gerade eine Bank gebaut. Hamburg ist ja auch eine zuverlässige Weltwunderstadt. Ich mal noch einen Siedler bauen und dann vielleicht diese Wall Street angehen. Ja, könnte ich eigentlich schon vorbereiten, diese Außenbereiche. Ich meine, das tue ich ja hier auch schon, im gewissen Sinne. Sehr schön, Karavelle ist fertig. Muss ich auch schon wieder einen Siedler bauen. Nehmen wir wieder die gleiche Konstellation mit. Ein Arbeiter, den ein Siedler. Jetzt muss ich mal in die Stadt gucken. Was habe ich denn? Ich habe ja nur einen Speeman als Verteidigungseinheit. Naja, dann nehme ich einfach noch einen Arbeiter mit.
Du fährst jetzt hier auf die andere Seite und kannst dann gleich, also vielleicht gleich von diesem Krieger verteidigt werden. Ist die Karavelle auch gleich fertig? Moskau. Kaum ist Minsk eine russische Stadt, freuen sie sich. Ach so, ich sollte vielleicht mal die Produktivität wieder erhöhen in all diesen Städten. So, wen schicken wir hier auf die Karavelle? Ein Siedler natürlich. Ein Arbeiter. Und ein Musketman, weil hier habe ich ihn auch. Und Leipzig baut einfach direkt noch eine Karavelle. Und diese Karavelle schicke ich mal nach Westen, nach Osten. Ups. Waren die nicht übers offene Meer? Die dumm? Jo. Ab nach Leipzig. So, Hamburg hat den Siedler gebaut und baut jetzt hier Wall Street. So, auch die Sinise Chapelle ist fertig, welche uns ja nicht so viel bringt, weil die ja nur was bringt, wenn ich überall Kathedralen bauen würde. Danke, Frankfurt. Weil
Ist natürlich jetzt auch erstmal wieder sinnvoll, einen Siedler zu bauen, um die Bevölkerungsmenge loszuwerden. Die beachtliche inzwischen. Ab nach Leipzig. Straße ist fertig. Geht es weiter? Leonardos Workshop ist fertig. Ach ja, das ist das Upgraden der Einheiten. Ich wette, auch hier kann ich jetzt erstmal einen Siedler bauen. Schon klar. Heidelberg hat den Siedler gebaut. Zack, Karawelle hinterher. So, da wollte ich ja jetzt erstmal Economics forschen. So war das aber nicht geplant hier. In Salzburg, aber was soll Salzburg bauen? Was ich halt immer noch machen könnte, ist Kolosseum, Tempel und sowas bauen. Das sorgt dann für die Zufriedenheit der Menschen, aber die Menschen sind eigentlich relativ zufrieden. Die brauche ich dann später, wenn die Städte noch größer wachsen können als 12. Dann werde ich mal diesen Spearman hier nehmen und auch nach Leipzig schicken zur Verteidigung.
große Truppenbewegung. Den setze ich erstmal fest. Die wollen die Territory Remap, die gebe ich ihnen natürlich nicht. Könnten eure World Map gegen unsere Territory Map. Machen sie nicht. Nö, dann nicht. Und tschüss. Ach, das sind Barbarenschiffe. Interessant. Hier muss ich jetzt mal das Wasser rüberziehen. Hier muss ich auch irgendwie Wasser rüberziehen. Noch eine Runde. Marktplatz in Bremen. Noch schon wieder einen Siedler bauen. Muss ich ja jetzt ein Aquädukt bauen? Kommt man nicht voran? Oder erst ein Siedler und dann Aquädukt? Das könnte ich auch schon mal so einstellen. Nicht, dass ich es dann wieder vergesse. Ja, die nächste Karavelle. Und es kommt mit ein Arbeiter. Halt. Ein Siedler und ein Arbeiter.
Dem Siedler werde ich mal weiter im eigenen Inland gucken. Irgendwo hatte ich doch hier Unruhen. Das wollen wir nicht. Ja, in Hannover auch noch. Vielleicht in dieser Richtung. So, dass ich das Gold noch mit reinkriege. Aber im Dschungel ist halt blöd. Es muss halt erstmal alles weggehackt werden. Komm, wir müssen wieder nach rechts. Ja. Aber ich habe dann bald so viele Arbeitseinheiten übrig. Das wird nicht so das Problem, das große. Soll natürlich kein Horse Man als nächstes gebaut werden. War einfach noch so ein Musket Man. Schon wieder ähnlich doof aus. Den schicke ich jetzt hier oben hin, wo ich noch eine Stadt bauen wollte. Ja, du brauchst einfach einen Siedler zur Abwechslung. Da oben kommen sie her, da ist bestimmt das Lager. Ja, Minsk, sofort. Hier bauen wir einen Siedler. Können wir als nächstes einen Arbeiter bauen. Köln, Bonn. Und Siedler dazwischen schieben.
Köln, Bonn, Elefantin. Wir haben jetzt auch endlich eine Verteidigung. Jo, wohin mit diesem Siedler? Hier wäre auch noch eine Lücke. Oder nach hier irgendwo. Ich schicke den einfach mal hier hin. Guck, wo ich da bauen kann. Ja, und du wartest auf den Arbeiter. Wurden hier bestimmt auch gleich angreifen. Oh, oder beide. Überlasse es ihnen, mich anzugreifen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Elefantin vergessen. Aber nicht. Jetzt ist die Elite. Fertig. Endlich die Bibliothek angehen. Ja, noch eine Runde, dann wächst er schon wieder. Jo, hier ist wieder eine Karavelle fertig. Ein Siedler, ein Arbeiter. Oh, ein Trupp mit zwei Siedlern.
Schaut's aus. Hier weiter bauen. Auch noch warten. Ich habe meinen Kontinent bald komplett erkundet. Schade, wollte ich mir eigentlich holen. So, in Leipzig haben wir einen weiteren Siedler gebaut und werden jetzt eine weitere Karavelle bauen. Obwohl das natürlich jetzt ein bisschen übertrieben wird, schon mit diesen Karavellen, die ich alle baue. Aber ich weiß halt auch nicht, wie ich sonst vorgehen soll. Der Arbeiter fertig. Na dann mal los. Vielleicht auch einen Hafen, um hier noch bessere Produktion zu generieren, aber Nahrung ist nun wirklich nicht das Problem von Frankfurt. Dann auch eher eine Universität. Das Heroic Epic ist fertig. Das bringt, wie gesagt, die Möglichkeit, Helden zu generieren, also die bessere Möglichkeit, Helden zu generieren. Ah, München, Siedler, nichts Neues. Economic ist fertig, das ist cool. Also mal gucken, wie wir weiter verfahren. Oh, das ist natürlich auch ein ziemlich gutes Gebäude. Wenn auf jedem Kontinent die Zahl der unzufriedenen Bürger oder auf dem Kontinent die Zahl der unzufriedenen Bürger um 2 gesenkt wird. Das macht das Shakespeare-Theater. Das macht einfach nur in der Stadt 8 unzufriedene Leute zufrieden. Ja, ich hole mir mal dieses Music Theory. Eine gute Möglichkeit wäre natürlich auch, Demokratie anzugehen. Und dann tatsächlich schon mal Demokratie einzuführen. Würde zwar lieber Kommunismus. Ich mache erstmal Musiktheorie. Uns geht das Geld aus. Schau an, schau an. Ich sollte mal wieder mit den Russen reden oder so. Gibt uns einfach die 7 Gold und schon ist alles in Ordnung. Wollen Sie nicht. Schade eigentlich. Sind nicht gut auf uns zu sprechen, die Russen. Ich weiß gar nicht warum. Wir waren doch immer nett zu ihnen.
Nächste Stadt. Das fröhliche Städtebauen. Städtebauen, wo? Wo denn noch mehr Städte bauen? Hier so. Ja, fehlen mir echt die Flüsse. Aber ich gehe gleich mal bis hier rüber oder so. Mache ich jetzt mal. Ah, du brauchst echt eine Verteidigungseinheit. Das ist nicht so gut. Wenn ihr so weit wandert und keine Verteidigung habt. Schick denen die mit. Gleich nochmal rein nach Frankfurt und wahrscheinlich schon. Ne, es geht noch. Ja, also für diese Runde soll es das wieder mal gewesen sein. Wir haben jetzt hier zahlreiche Schiffe auf dem Weg in die neue Welt, um dort Siedlungen zu errichten. Insgesamt sind es fünf und ein sechstes Schiff wird noch gebaut. Und ich hoffe, in der nächsten Runde oder in dem nächsten Let's Play wird es dann schon soweit sein, dass die ersten Siedlungen errichtet werden. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir jetzt hier vernünftig aufgenommen haben. Wie dem auch sei, ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut!